Hallo, liebe Katzenfreunde. Zuerst einmal wünsche ich euch und euren Katzen natürlich ein frohes neues Jahr mit ganz viel Gesundheit, Glück, Frieden und alles, was ihr euch auch wünscht. Dieses Jahr 2021 ist für mich ein Jubiläumsjahr. Seit 20 Jahren habe ich diesen wundervollen Beruf, lebe ich meine Berufung als Katzenhomöopathin und Psychologin. Seit 20 Jahren berate ich Katzen online und weltweit, individuell, ganzheitlich mit der Naturheilkunde, vorrangig der Homöopathie. Und ich möchte euch und euren Katzen ganz doll danken. Vor allem natürlich meine ganz, ganz treuen Kunden. Ich habe Kunden, die sind teilweise von Anfang an dabei. Ich habe Kunden, die sind seit Jahren meine Kunden. Und ich finde das natürlich schön. Und damit weiß ich auch, es ist richtig, was ich mache, wenn man sich immer wieder an mich wendet. Und wer noch nicht mein Kunde ist, der kennt zumindest ja meine Videos. Ja, also ihr schaut sie ja gerade. Vielleicht das eine oder andere Buch von mir. Und danke und ich hoffe, ich mache das noch lange mit ganz viel Freude und Spaß und natürlich ganz, ganz viel Erfolgen. Ich habe eben mal meine Bücher rausgeholt. Ich habe inzwischen 10 Katzenratgeber rausgegeben. 10 Stück. Finde ich auch allerhand. Ein bisschen stolz darf man ja auch sein. Ich möchte sie euch einfach jetzt mal im Schnelldurchlauf präsentieren. Ich weiß, das wird hier alles spiegelverkehrt gezeigt. Ja, mein Gott, man kann nicht alles haben. Die neueste Technik habe ich nicht, aber ihr seht, worum es geht. Ich fange an mit meinem Erstlingswerk. Die ganzheitliche Katzenfibel. Da geht es einfach allgemein drumherum um ein glückliches Leben mit unseren Katzen, aber natürlich im alternativen, naturheilkundlichen Bereich. Das ist ein allgemeines Buch. Das nächste allgemeine Buch für euch. Symptomatische Homöopathie für Katzen. Ja, also das Buch, wo ihr selber versuchen könnt, eurer Katze bei kleineren Wehwehchen mit der Homöopathie zu helfen. Dann eins meiner Lieblingsbücher, das Katzengesundheitsbuch, wie man der Katze eine gesunde Basis schaffen kann, ein gesundes, stabiles Immunsystem bieten kann. Mein neuestes Buch, Natürliche Heilmittel für Katzen. Und jetzt kommen die einzelnen Beschwerdebilder, wo ich eben auch Ratgeber zugegeben habe. Zu den einzelnen Beschwerdebildern, wenn eure Katze so etwas hat und ihr nicht, warum auch immer, in eine individuelle Beratung gehen möchtet, ihr versuchen könnt, dem Kätzchen selber zu helfen. Wirklich der Klassiker, Hilfe, meine Katze leckt sich kahl. Das kommt so oft vor. Hier Anleitung, was ihr tun könnt. In dem Bereich bleiben wir, Haut- und Fellprobleme bei Katzen, ja. Das geht von Abszess bis Schuppen und alles, was mit der Haut zu tun hat. Dann haben wir ein großes Thema. Katzenschnupfen mit der Homöopathie selbst behandelt. Noch ein großes Thema. Zahnfleischentzündung bei Katzen mit Homöopathie und Naturheilkunde selbst behandelt. Und was nicht fehlen darf, Niereninsuffizienz bei Katzen. Die richtige Ernährung bei Niereninsuffizienz und natürlich homöopathische Mittel, die die Nieren unterstützen. Und last but not least, mein Gedichteband, Samtpfötchen genannt. Schöne Katzengedichte, schöne Katzenfotos, das ist meine Sunny. Ich hoffe, ich kann auch ganz, ganz vielen Katzen helfen. Ich hoffe natürlich, dass die Kätzchen gar nicht erst krank werden. Darum eben auch meine Basisbücher. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke fürs Zuhören und ihr wisst ja, schaut gerne meine Videos, gern ein netter Kommentar, freut mich immer. Anfragen bitte direkt an meine E-Mail. Ihr findet alle meine Daten auf meinen Internetseiten. Holt euch meine Bücher, schaut weiter die Videos, bleibt am Ball. Gerne Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Schnurr, schnurr, miau, eure Kirsten Schule.